OR Info ist in Südafrika, genauer gesagt in Cape Town, noch genauer gesagt bei der Open Education Global Conference. Und wir haben vorher die Community gefragt über Facebook und Twitter und Blog, wen sollen wir denn mal interviewen und welche Fragen sollen wir stellen? Und dann haben wir eine Frage bekommen auf Facebook von Barbara Braun und sie hat geschrieben, sie würden die Lessons Learned im Higher Education Bereich interessieren. Wenn Deutschland jetzt etwas später startet in Sachen Open Education, welche Fehler haben vielleicht andere Länder schon gemacht? Welche Lektion hat man in anderen Ländern gelernt, aus denen man in Deutschland von Anfang an lernen kann? Und dann haben wir geschaut, wen kann man dazu interviewen? Und wir haben jemanden gefunden, der ideal eigentlich ist, um diese Frage zu beantworten. Das ist nämlich James Glapper-Großklack. Und der ist President of the Board des Open Education Consortiums. Und als wäre das noch nicht ideal genug, spricht er auch noch Deutsch. Gelegentlich spreche ich Deutsch. Fangen wir vielleicht kurz biografisch an. Warum überhaupt sprichst du Deutsch? Oh boy. Von Ausbildung her bin ich Historiker und ich habe als Schwerpunkt gehabt deutsche Geschichte. Also ich habe in Deutschland zweieinhalb Jahre studiert. Ein Jahr in Bonn, ein Jahr in Köln und ein halbes Jahr in Berlin. Du kennst jetzt schon von Amts wegen sehr viele Beispiele auf der ganzen Welt. Würdest du das teilen, dass Deutschland ein bisschen spät dran ist? Ja, das überrascht mich eben, dass es nicht viel mehr los gibt in Deutschland. Deutschland ist ein großes Land offensichtlich. Hochschulbildung oder das System von Ausbildung ist wirklich fortgeschritten, nicht? In vielen Bereichen. Deutschland ist ein Vorbild, nicht? Und eben in Europa, es gibt sehr viel los bei den Nachbarländern, in Polen auf der einen Seite, in den Niederlanden, in Frankreich auf der anderen Seite. Es gibt sehr viel los mit OER und dann eigentlich wenig in Deutschland. Das überrascht man. Wenn in Deutschland jetzt Hochschulen starten in dem Bereich, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Welche Erfahrungen gibt es in anderen Ländern schon? Welche Fehler wurden schon gemacht, die nicht nachgemacht werden müssen in Deutschland? Ja, gute Frage. Und ich würde das ein bisschen umformulieren, eher als über Fehler zu sprechen. Ich würde lieber darstellen, was klappt, was man sieht so global, was wirklich klappt, um OER heranzutreiben. Erstens, Führung zählt. Führung ist unglaublich wichtig. Und das heißt nicht immer, dass es von oben auskommen muss. Nicht? Also es muss nicht immer der Kanzler oder der Dekan sein oder Schulleiter, aber jemand muss die Führungsrolle annehmen. Nicht? Jemand muss die Vision zum Ausdruck bringen und jemand muss immer wieder und deutlich sagen, das ist wichtig und warum. Also Führung zählt, erstens. Zweitens, ganz praktisch gesehen, es gibt immer Geld. Wenn es um die Frage geht, wie können wir Menschen motivieren, um daran teilzunehmen? Wie können wir eine Konferenz oder eine Veranstaltung organisieren? Wie können wir das Mittel finden, um nach Südafrika zu reisen, damit wir ein Teil des globalen Gesprächs sind? Oder wie können wir Geld finden, damit wir Lehrer oder Professoren bezahlen, damit sie Lernmaterialien kreieren? Die Antwort ist, es gibt immer Geld. Daher ist die Führung auch wichtig. Nicht nur, dass es eine Vision zum Ausdruck gebracht worden ist, sondern auch, damit jemand sagt, das, was wir versuchen, ist mit einzubeziehen in diese Initiative oder in diesem Programm, in diesem Haushalt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch zu sagen ist, aber in diesem Teil des Haushalts, nicht? Irgendwo es gibt ein Projekt, was passt damit. Also man muss nicht nach einem Budget suchen, auf dem draufsteht, hier ist ein Topf für Open Education Konferenzen in Südafrika, sondern etwas, was man damit in Verbindung bringen kann. Eben. Vielen Dank, dass du das kurz zum Ausdruck gebracht hast. Das kann ich von Erfahrung sagen.
in vielen Bereichen, in vielen Beispielen habe ich gesehen, eben dass ein Musée für OER gebraucht worden ist, das eigentlich stammt aus ein Musée für Multikulti irgendetwas oder für Globalisierung oder für Wirtschaftsentwicklung. Irgendwo kann man das zusammenbringen. Nicht? Und dann, was klappt? Drittens, es ist sehr wichtig, und das beweist du eben dadurch, dass du hier bist, es ist wichtig, dass man ein Teil der Gemeinschaft ist. Es ist eine globale Gemeinschaft überhaupt, aber besonders bei OER, in dem akademischen Leben, aber auch in den nicht-akademischen Bereichen. Es gibt viele Menschen, die viel machen und die unglaublich gern alles teilen, nicht? Magst du ein paar Zahlen zu der Konferenz hier sagen? Aus wie vielen Ländern kommen die Leute zu der Konferenz hier? Dann müssen wir einen Schnitt machen. Das habe ich nicht im Kopf. Das wurde heute gesagt bei der Eröffnungsrede, aber das habe ich nicht im Kopf, leider. Wir blenden es einfach hier unten ein. Ja. Also ich erinnere es von heute Morgen, es waren wahnsinnig viele, 47 Länder. Oder wir blenden es ein. Dann gut. Ich habe schon gemerkt, du sprichst gerne über die positiven Dinge, was gut klappt. Magst du eine Sache sagen, einen Fehler, den man nicht nochmal in Deutschland machen müsste? Ja, das Letzte, was die Welt braucht, ist ein Repository für Deutschland oder ein Repository für Kalifornien oder ein Repository für Südafrika. Es gibt genug Repositories und danach, das Letzte, was die Welt braucht, ist noch eine Plattform. Deutschland braucht sein eigenes Plattform. Nein, gar nicht. Also die Technologie existiert. Es ist schon da. Bitte verschwenden wir kein Mittel dadurch, dass wir so irgendetwas Besonderes für noch ein Land kreieren. Wunderbar. Ich glaube, das sind sehr praxisrelevante Hinweise, weil in Deutschland wahrscheinlich nicht eine Plattform, sondern die 16 Bundesländer mindestens noch 16 Plattformen machen werden, bevor es weitergeht. Genau, damit der Minister seinen Namen darauf hat. Ja, das brauchen wir nicht, wirklich. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Alles Gute noch für die Konferenz und die weitere Arbeit. Vielen Dank, dass du hier bist. Das ist der Bonustrack zu dem Video, weil uns beim nachträglichen Gespräch noch ein Punkt eingefallen ist, der wichtig ist, wenn man Open Entwicklungen in Hochschulen vorantreiben will, nämlich folgender. Ja, und ich würde eigentlich sagen zwei Bemerkungen. Erstens, man muss die Lösung so deutlich und konkret wie möglich zum Ausdruck bringen. Aber um das zu tun, muss man die Studenten fragen, was ist das Problem? Was wollen wir lösen? Nicht? Wollen wir das Problem lösen, dass die Lernmaterialien zu viel kosten? Dass Studenten zwischen Bücher und Essen wählen müssen, was in den USA der Fall ist? Oder ist das Problem, dass Studenten die Lernmaterialien nicht legal teilen können? Und dass es um Urheberrechtsverletzungen geht. Oder ist das Problem, dass die Lernmaterialien nicht relevant sind, dass sie nicht aktuell sind? Also um das Problem und die Lösung zum Ausdruck zu bringen, muss man beginnen mit den Studenten. Wunderbar. Nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.